Ja, liebe solidarische Mitdemonstrierende, ich hoffe, ich habe auch Kolleginnen und Kollegen hier. Ich habe, glaube ich, ja, schon ein paar sind da. Ich darf heute die GEW vertreten, das ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir vertreten in Münster allein 1500 Kolleginnen und Kollegen im Bereich von Kita über die Schulen aller Schulformen bis hin zum Hochschulbereich und eben auch der Weiterbildung. Also der ganze Bereich des lebenslangen Lernens ist da abgedeckt. Als Gewerkschaft, DGB ist ja auch hier, ruft ja auf, ist Solidarität unser Grundverständnis und von daher freue ich mich natürlich auch über das Motto Solidarität statt Verschwörungstheorie. Denn Solidarität hat schon viele Menschenleben gerettet, Verschwörungstheorien nach meiner Kenntnis kein einziges. Wir haben ja Zeit, wir müssen ja eh noch die Zeit bis 18 Uhr überbrücken, also von daher. Wo ein Mensch nichts ausrichten kann, können viele Menschen, viele kleine Fische sich zu einem großen Fisch zusammentun und können alles bewegen und die Welt aus den Angeln heben. Das ist die Erfahrung, die wir machen, die die Bewegung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seit langer Zeit gemacht hat. Und das ist eine Erfahrung, die wir hoffentlich hier auch machen in der Bekämpfung der Pandemie. Solidarität ist keine Schönwetterangelegenheit. Sie ist dafür gedacht, wenn die Wolken aufziehen, wenn es in Strömen regnet, wenn es hässlich wird und dunkel wird und nichts einfach nur für Reden, auch wenn ich jetzt hier eine Rede halte. Solidarität zeigt sich und beweist sich in Krisenzeiten und ich darf sagen, die Pandemie ist ja wohl als eine solche Krisenzeit zu bezeichnen. Sie ist kein nice to have, sondern ergibt sich als Forderung, als Pflicht aus dem gesunden Menschenverstand, den hier alle Anwesenden haben, aber etwas weiter weg steht er wahrscheinlich schon ein bisschen in Frage. Diese Solidarität wünsche ich mir, fordere sie ein von den noch nicht anwesenden Impfgegnerinnen und VerschwörungstheoretikerInnen. Ich fordere sie heute aber auch ein von unserer Landesregierung, denn die halte ich eigentlich, naja, vielleicht auch nicht, aber ich müsste sie für vernünftiger halten, wenn sie sich anders verhalten hätte an den Schulen. Ich bin gefragt worden, heute was zur Situation an Schulen zu sagen. Ich werde mich auf Schulen konzentrieren, weniger zu Kitas sagen, aber dazu könnte ich dann auf Nachfrage auch noch was sagen. Es ist immer viel von vulnerablen Gruppen die Rede gewesen, von einer Überlastung des Gesundheits- und Pflegebereichs. Und das ist auch so. Und ich kann nur sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die von Verdi da auch sich für bessere Bedingungen einsetzen, die haben meinen höchsten Respekt verdient und sind jetzt gerade ja auch aktuell im Arbeitskampf befindlich. Und ich wünsche Ihnen da gewerkschaftliche und kollegiale Grüße. Viel Erfolg für euren Kampf. Das Problem ist, nicht nur Verdi muss kämpfen, sondern wir müssen auch kämpfen. Die Situation an den Schulen ist tatsächlich himmelschreiend und seit mittlerweile 2 Jahren so. Wir denken bei vulnerablen Gruppen an ältere Menschen, an chronisch kranke Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und denken gar nicht in erster Linie an junge Menschen. So, die sind natürlich an sich erstmal schon eine vulnerable Gruppe, gerade die kleineren, die auch noch nicht so geimpft werden können. Vor allem aber sind es natürlich so, dass Kinder und Jugendliche diese Erkrankung, diese Pandemie auch in Elternhäuser tragen können, zu Großeltern tragen können, wo wir es dann tatsächlich mit Bevölkerungsgruppen zu tun haben, die unseres besonderen Schutzes, unserer besonderen Solidarität bedürfen. Schulen sind leider nicht mitgedacht in dieser Pandemiebekämpfung. Die Landesregierung macht sich da einen ganz schlanken Fuß. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen aufrege, ein bisschen lauter werde, dann richtet sich das nicht gegen euch, nicht gegen sie, sondern gegen die Landesregierung, vor allem in Gestalt der Schulministerin Frau Gebauer. Die Schulministerin lässt nämlich die Schulleitung, die Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Schülerinnen und Schüler im kompletten Regen stehen. Und das, ich hatte es ja eingangs gesagt, wo das eigentlich die Zeit wäre, eine Solidarität zu beweisen. Die Landesregierung versagt seit Tag 1 der Pandemie auf ganzer Linie. Ich habe hier mal eine ganze Liste gemacht. Ich kann die gar nicht. Ich habe vorhin mal einen Probedurchgang gemacht. Ich habe da fast 20 Minuten geredet. Ich erspare euch das. Ich mache nur so ein bisschen Best-of. Es ist ein Klassiker, dass die Schulministerin des Landes die Schulen und Schulleitungen und damit auch die Kolleginnen und Kollegen gerne am Samstagnachmittag, manchmal am Sonntag, wenn man Glück hat, schon am Freitag informiert über die Regelungen, die dann am Montagmorgen ab 7.45 Uhr umzusetzen sind. Das heißt, am Wochenende kann man also erstmal gespannt im Postfach nachlesen. Man muss Gewehr bei Fuß stehen. Wochenende dann, je nachdem wie eingebunden man da ist, Fehlanzeige. So viel zum Thema Solidarität. Das ist übrigens die gleiche Landesregierung, die zweimal völlig unvorbereitet
von den überraschenden Sommerferien und noch unvorbereiteter von deren überraschendem Sommerferienende getroffen wurden. Hätte man in den Kalender der Kultusministerinnenkonferenz geguckt, dann hätte man gewusst, wann die anfangen und wann die zu Ende sind. Und wenn die zu Ende sind, dann weiß man auch, man muss die Regelung für den Schulneustart parat haben. Das passiert dann aber traditionell 2 Tage vorher. Im Jahr 2020 mag man noch Verständnis haben, da war man noch nicht so richtig eingegroovt auf die Pandemie. Aber in 2021 fehlt mir da auch noch der letzte Rest Verständnis. Offensichtlich hat die Schulministerin sich in den Ferien gut erholt und dann 2 Tage vorher gesagt, Mensch, scheiße, da ist ja noch was, da müssen wir jetzt ja noch einen raushauen. Sollen doch die blöden Kolleginnen und Kollegen gucken, wie sie damit fertig werden. So ist es zumindest übergekommen. Völlig überraschend auch Erkältungswellen im Herbst oder im Winter. Das ist zwar was, was wir auch vor Corona schon kannten, aber in den Corona-Jahren überrascht uns das massiv. Dass Expertinnen und Experten da vorher schon gewarnt hatten, Monate vorher gewarnt hatten, vor den Pandemiewellen, sei mal gar nicht erwähnt an der Stelle, weil das eigentlich sowieso klar ist, dass die Politik sich an die Empfehlung meistens hier nicht hält. Zu meinen absoluten Favorites des Versagens gehören übrigens die Luftfilter. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Luftfilter, die also die Luft filtern, vor allem wenn das HEPA-Filter sind, natürlich die Infektionsgefahr und die Virenlast in einem Klassenzimmer erheblich reduzieren können. Die Landesregierung hat dafür allerdings erheblich gebraucht, bis diese Erkenntnis sich da durchgesetzt hat. Man hat 2 Förderrichtlinien gemacht, die eine kam noch später als die andere. Die 2. Förderrichtlinie übrigens, das ist wirklich nicht gelogen, kam erst raus, da war der Schulstart schon gewesen. Das wäre auch was für die Sommerferien gewesen, aber da hat man sich ja gut erholt. Bei der ersten Förderrichtlinie hat man verschiedene Räume kategorisiert, Kategorie 1, 2 und, man wird es kaum glauben, 3. Kategorie 3, die höchste Förderpriorität, haben Räume, die nicht gelüftet werden können. Falls sich jetzt jemand fragt, was sind das für Räume, das ist also der Putzmittelschrank des Hausmeisters im Keller der Grundschule, der kann nicht gelüftet werden. Nur, Raumnot haben wir zwar, aber so verzweifelt, dass wir da unten im Putzschrank oder im Fahrradkeller unterrichten, sind wir dann doch nicht, sodass die Förderung für Luftfilter in diesen Räumen tatsächlich ins Leere gelaufen ist. Ich persönlich vermute ein bisschen, dass das mit Absicht geschehen ist, weil man vielleicht Geld sparen wollte. Vielleicht sind Kinder und Jugendliche der Landesregierung doch nicht so wichtig, wie dann immer krokodilstränenäugig dann in Sonntagsreden gesagt wird. Stattdessen, wir haben jetzt nicht viele Luftfilter, aber wir haben ja wenigstens Lüftung. Das wird die Ministerin ja nicht müde anzukündigen. Und das ist der 2. Eiswinter im Klassenraum, den ich da habe. Ich muss das kurz erläutern. Man sitzt da an seinem Lehrerpult, also ich sitze da meistens nicht. Da sitzt man nämlich im Durchzug. Da ist die Tür offen zum Flur, schön mit Stuhl aufgestellt. Und alle Fenster sind offen und da ist der größte Durchzug. Das ist mit Jacke. Ich frage mich, welche Berufsgruppe sonst unter diesen Arbeitsbedingungen arbeiten muss, bei der man das als selbstverständlich hinnimmt, ist das also tatsächlich furchtbar. Für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht bewegen können, also ich kann ja so ein bisschen Gymnastik machen dann beim Unterrichten, ist das die Hölle. So. Was sage ich eigentlich meinen Schülerinnen und Schülern, wenn die mich fragen, ob wir die Fenster zumachen können? Sage ich dann ja und gehe das Risiko einer Ansteckung ein oder sage ich dann nein? Darauf hat die Ministerin keine Antwort, aber übrigens die ersten Luftfilter standen im Landtag, falls hier jemand Sorge hatte. Und ich glaube, die lüftet auch nicht kontinuierlich ihr Zimmer und sitzt da in der Winterjacke und friert sich Körperteile ab. An meiner Schule hatten wir zwischenzeitlich mit 4 verschiedenen, ich bin an einer Berufsschule, wir haben einen großen Einzugsbereich, mit 4 verschiedenen Gesundheitsämtern zu tun, die 4 verschiedene Regelungen für Kontaktnachverfolgung und Quarantänisierung hatten. Auch hier wäre es eine Aufgabe einer Landesregierung gewesen, das zu vereinheitlichen. Überhaupt Testung, Kontaktnachverfolgung, Hygienekonzepte, das leisten alles die Kolleginnen und Kollegen und natürlich unbezahlt gerne in ihrer Freizeit. Und zur Testung, man sagt das immer so, es wird dann in den Schulen getestet, ja wird auch. An meiner Schule wird 3-mal getestet, Montag, Mittwoch, Freitag. Dazu kommen an Dienstag, Donnerstag noch die Berufsschulklassen, die halt dann ihre Berufsschultage haben. Man steht also um 7.45 Uhr da, man fängt an mit dem Test, ist ja klar, dauert 15 Minuten der Test. Auch das ist bekannt. Vorher kann man natürlich noch nicht wirklich unterrichten, weil, falls jemand positiv getestet ist, kann man ja nicht schon mit dem Unterricht angefangen haben. Nun ist es aber so, dass Schülerinnen und Schüler, das ist auch früher schon so gewesen, nicht immer pünktlich sind. Was mache ich denn mit denen? Ich kann die dann im laufenden Test nochmal nachtesten. Dann dauert das Ganze noch länger, das ist übrigens verschwendete Unterrichtszeit.
Oder, was wir an unserer Schule gemacht haben, wir schicken die dann zum Nachtesten in andere Räume, wo Kolleginnen und Kollegen sitzen, die den ganzen Vormittag bis spät kommen, die Schülerinnen und Schüler testen. Die machen das aber unentgeltlich, weil die das in ihren Freistunden machen. So haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Wir tun das natürlich, weil wir da eine Verantwortung spüren, die offensichtlich die Landesregierung für ihre Beschäftigten nicht spürt. Ich sage, es reicht. Das, was die Landesregierung sich da erlaubt, einen schlanken Fuß auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen, geht so nicht länger. Wir brauchen mehr Personal an den Schulen, das brauchen wir ohnehin schon vor der Pandemie. Wir haben ganz viele Lehrerstellen, die nicht besetzt werden können. Auch das übrigens mit Ansage, denn wenn man Studienplätze nicht ausreichend zur Verfügung stellt, muss man sich nicht wundern, dass hinterher zu wenig Kolleginnen und Kollegen in den Dienst eintreten. Aber ich möchte den Blick auch noch mal richten auf die Schülerinnen und Schüler, die wir zwar nicht als Gewerkschaft vertreten, aber die wir natürlich im Blick haben, weil wir die ja täglich auch vor uns sehen und für die wir Verantwortung tragen. Im Distanzunterricht sind natürlich erhebliche Defizite entstanden und soziale Ungleichheiten in den Fokus getreten. Das ist eben ein Unterschied, ob ich in einer 50 Quadratmeter Wohnung mit drei Geschwistern den Distanzunterricht machen muss an einem Schreibtisch oder ob ich das in einer geräumigen Wohnung tun kann, wo alle Kinder ein eigenes Zimmer haben, einen eigenen Laptop haben, mit das WLAN gut funktioniert, einen eigenen Schreibtisch. Die sozialen Ungleichheiten und die Ungerechtigkeiten im Bildungssystem, die wir ohnehin allenthalben beklagen können, sind hier nochmal wie in einem Brennglas deutlich zutage getreten. Und die Antwort der Landesregierung, wir ändern im Prinzip nichts. Es gibt ein zu kleines und auch noch falsch gesteuertes Aufholprogramm, das soll es dann gewesen sein. Diese Kinder werden abgehängt, aber das sind ohnehin die Kinder, die einer CDU-FDP-Landesregierung ohnehin auch an einem bestimmten Körperteil wieder vorbeigehen. Die psychosozialen Folgen, die diese Pandemie für Schülerinnen und Schüler hat, man muss sich mal vorstellen, zwei Jahre sind, ich bin 48 Jahre alt, ist da, finde ich auch schon eine lange Zeit, aber wenn ich mir vorstelle, wie das wäre, wenn ich mit 16 in die Pandemie gehe und mit 18 jetzt hoffentlich irgendwann mal rauskomme, dann ist da meine Jugend weg. So, das steckt man auch nicht mal so weg. Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie solidarisch ist, so wie wir solidarisch sind untereinander, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Kolleginnen und Kollegen. Dafür wird es Zeit. Da hoffe ich auf eure Mitstreiterinnenschaft und freue mich jetzt, gemeinsam mit euch in den Kampf einzutreten für bessere Bedingungen an den Schulen. Nicht nur, aber auch in der Pandemie. Vielen Dank.